sobald ich den 50er erreicht habe, bin ich ja ein Wirtschaftsfaktor geworden. Ja? Jetzt bin ich ja in der Mehrwertliga angekommen, und zwar in der Best Edger. Ich bin jetzt ein Best Edger, ja? Und jetzt schreiben sie mir alles mit 50 plus. Ich kriege jetzt alle Einladungen mit 50 plus. Alles ist 50 plus. All-in-One-Tabletten 50 plus, all da, da, Essen 50 plus. Oder ist eh schon ein Kreuzhirn, ich muss einmal schauen. Aber wirklich, 50 plus Dating, 50 plus Dinner, 50 plus Theater, 50 plus Reisen. Habe ich angerufen, sage ich, wo wir mit 47 nicht hin dürfen. Welche Destinationen eröffnen sich jetzt plötzlich für mich als Best Edger? Tauchen wir oben zu Atlantis, fliegen wir Mars, was tun wir? Ich freue mich schon auf die erste Einladung von Plagos Reisen zur Heizdeckenfahrt nach Bratislava. Ne? Das wird super. Nein, die bewerben mich natürlich. Na, was glauben Sie? Na sicher, da gibt's Folder ohne Ende. Warum? Hohe Kaufkraft von den Best Edger, immer noch ein bisschen Tinte am Füller. Ne? Und beweglich, also das heißt, man kann überall noch Fitness, 50 plus da kennenlernen, essen gehen, da 1000 Chance und so. Nein, 90 plus kriegst du keine Folder mehr. Ne? Die wissen ja gar nicht, zahlt sich der Alt bei mich überhaupt noch aus, was sie einem da schicken. Ne? Das ist, nein, das ist ja, das ist. Und wisst ihr, was auch ganz spannend ist, jetzt in dieser neuen Dekade, ja, jetzt geht es ja darum, auch optisch dem Verwesungsprozess ein bisschen ein Schnippchen zu schlagen. Ja? Und da gibt es schon die erste Empfehlung, das habe ich auch, habe ich mir angewählt für die nächste Wahl. Das ist, glaube ich, die EU-Wahl, wenn ich recht informiert bin. Da habe ich schon Briefwahl, habe ich mich schon für die Briefwahl angemeldet. Ja, ich kriege doch ein differenzierteres Verhältnis zur Urne. Aber